CBNI, das Speicherunternehmen von MC Dermot, wird 2 500 Gallonen Doppelwandflüssig H2-Kugeln sowohl entwerfen als auch bauen. Für die Produktionsanlage für grünen Wasserstoff von Plug Power Incorporated in Genesee County, New York. Die Anlage verwendet die Protonenaustauschmembran-Elektrolyse-Ohr-Technologie von Plug Power. Die neue Produktionsanlage für grünen Wasserstoff wird voraussichtlich 45 Tonnen erneuerbares H2 pro Tag produzieren und ist damit die größte Anlage ihrer Art in Nordamerika. Bei den Speicherkugeln handelt es sich um einen schlüsselfertigen Engineering-, Beschaffungs- und Bauvertrag. Über die Kugeln hinaus umfasst die Vereinbarung auch deren Isolierung sowie deren Prüfung und Lackierung. Die Kugeln werden am Standort des 30 Hektar großen Western New York Science, Technology and Advanced Manufacturing Park von Plug Power errichtet, der besser bekannt ist als WNY-Stamp. Die Kugeln werden der Produktionsanlage für grünen Wasserstoff einen zusätzlichen Speicher vor Ort bieten. Die Strukturen bestehen aus einer inneren Kugel aus Edelstahl, die den flüssigen Wasserstoff enthält. Sie werden jeweils einen Durchmesser von etwa 52 Fuß haben. Der Auslegungsinnendruck für diese Innenkugeln beträgt 30 Pfund pro Quadratzoll. Sie werden mit einer Auslegungstemperatur von 423F gebaut. Die Strukturen werden auch eine Außenkugel haben, die diese massiven Container mit Isolierung versorgt. Sie werden aus Kohlenstoffstahl gebaut und haben einen Durchmesser von etwa 60 Fuß. Dieses neue Speicherprojekt für die Produktionsanlage für grünen Wasserstoff hat bereits seine endgültige Investitionsentscheidung getroffen. Das Design wurde erstellt und CBNI baut nun aktiv die Kugeln. Die Speicherung ist eine entscheidende Komponente für die Einführung von H2 als Energiequelle, insbesondere da die Transportinfrastruktur recht begrenzt bleibt. Es wird erwartet, dass sowohl Anlagen als auch Pipelines eine wachsende Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass H2 effizient an die Endverbraucher verteilt wird und damit alles von Fahrzeugen bis hin zum Heizen von Häusern mit Strom versorgt. Dieser emissionsfreie Kraftstoff wird weithin als einer der Schlüssel zur Dekarbonisierung der Energieindustrie angesehen und ersetzt viele Anwendungen, die derzeit von verschiedenen Formen fossiler Brennstoffe abhängig sind. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfuelnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf hfn.de.